Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wouter Matthew, und ich präsentiere euch die 8. Reihe meiner Blu-ray Overview. Ja, wir sind schon bei Reihe 8 angekommen, aber es nimmt kein Ende. Deswegen nicht lang schwafeln, wir fangen direkt an mit den ersten Filmen der Reihe 8. So, der erste Film in der Reihe 8 ist ein Van Damme-Film, und zwar Harte Ziele. In diesem wunderschönen Steelbook, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, blende ein bisschen. Ich hole es mal ein bisschen näher. Vorderseite okay. Rückseite genial. Diese Fukuhila-Frisur wollte ich unbedingt haben, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und das war so gesehen mein erstes Steelbook, weil ich mir in der Reihe 8 gekauft habe. Van Damme in Harte Ziele. Jetzt erschießt mich nicht. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich sag mal Oja. Ursprung des Bösen kam als nächstes. Ja, reitet so auf Annabelle und Conjuring drauf rum. Kann man sich ab und zu geben. Es ist jetzt nicht der beste Film, aber er macht Fun, wenn man ihn lange Zeit nicht gesehen hat. Und die Rückseite. Diesen Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe den dann erst mal gesehen, als ich mir den neu gekauft habe. Es ist ein animierter Film mit so Synchronstimmen von Seth Rogen, Kirsten Wing, Jonah Hill, Bill Hader, Michael Cera, James Franco, Danny McBride, Salma Hayek, Edward Norton, nur mal um ein paar Namen zu nennen. Sausage Party, es geht um die Wurst. Ist krank. Man sollte den nicht mit Kindern sehen, weil es doch ab FSK 16 und auch zu Recht. Er hat einen Fäkalhumor. Gefällt den fucking Freaks bestimmt. Und das war Sausage Party. Als nächstes kam rein ein Film mit Ben Affleck, Anne Kendrick, J.K. Simmons, John Bernthal und Jeffrey Tambor, The Countman. Ja, kann man sich geben. Die Neuverfilmung von Die glorreichen Sieben mit Ethan Hawke, Chris Pratt und Denzel Washington und eben halt auch der gute alte Vincent D'Onofrio spielt mit. Einziges, was mich stört, dass hier Denzel Washington den Namen Grisham hat. Gab es da nicht nochmal einen Bester namens Grisham? Wer hat da mitgespielt? Wenn ihr es wisst, schreibt mir doch einfach mal in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, wenn ich was zu lesen habe. Und das waren Die glorreichen Sieben, die Neuverfilmung. Den finde ich jetzt sehr gut mit Jonah Hill und Miles Teller und eben halt auch Bradley Cooper, nicht Chris Cooper. War Dogs. Finde ich sehr gut, der Film. Richtig gut. Und jetzt kommt ein Film von Rob Zombie, ein Film, den ich beim ersten Mal richtig mies fand. Beim zweiten Mal fand ich den doch wieder sehr gut. Beim dritten Mal fand ich den mal wieder mies und beim vierten Mal wieder gut. Und jetzt dieses Jahr habe ich mir den wieder angeguckt. Und wie fand ich ihn? Mies. 31. Ja, kranker Scheiß, Rob Zombie eben halt. Aber nicht sein bester. Man kann ihn sich geben, ja, aber... Es gibt bessere. Für mich ist immer noch Halloween, die Neuverfilmung, das Reboot um Welten besser als hier 31 oder das Haus der 1000 Leichen. Meiner Meinung nach. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir doch einfach mal unten in den Kommentaren. Der Film ist cool, finde ich, von dem Macher von Evil Dead. Der beste amerikanische Horrorfilm seit 20 Jahren. Don't Breathe. Ja, kann ich auch unterschreiben. Den finde ich richtig genial. Und dieses Jahr kommt ja auch ein zweiter Teil von diesem Film im Kino. Und ich glaube, da gehe ich mal wieder rein ins Kino. Wenn Corona vorbei ist am besten. Aber das wird uns noch lange Zeit quälen. Kevin Bacon, Ryder Mitchell und David Massouz in Darkness. Und eben halt noch nie gesehen, aber wie ihr wisst, ist ja bei mir Doctor Strange. Ich bin kein Comicfilm-Fan, aber ich kaufe sie mir trotzdem. Ich weiß nicht wieso. Arrival kam als nächstes und Jack Reacher, kein Weg zurück mit Tom Cruise. Ich finde ihn besser als Teil 1. Teil 1 ist gut, der ist ein bisschen besser, aber beide sind nicht dolle, meiner Meinung nach. Und dann kam noch Before Awake mit Thomas Jane, den ehemaligen Punisher-Darsteller. Und ein Film, ich den das erste Mal auf VHS gesehen habe in der Bibliothek. Ich so, boah, geil. Kurt Russell und Steven Seagal, weil da waren beide auf dem Cover. Und jetzt ist es nur noch Kurt Russell auf dem Cover. Wieso? Wisst ihr es? Dann schreibt es mir doch mal in den Kommentar. Er spielt auch noch mit Halle Berry, muss ich sagen. Toller Film, guter Entführungsfilm, macht Fun, kann man sich auch mal wieder geben. Und das war der erste Stapel der 8. Reihe. Und ich tue den wieder rein.
Und schon die nächsten Stapel raus. Geht hier rein. Und danke. So, dann. Mit für mich der beste John Carpenter-Film, Die Fürsten der Dunkelheit, mit eben halt Alice Cooper in einer kleinen Rolle. Wenn ihr mein John Carpenter-Special gesehen habt, wisst ihr es, ich finde den Film genial. Den habe ich das erste Mal 2020, 2019 auf Tele 5 gesehen und war sofort hin und weg von diesem Film und ich musste mir den direkt ein Wochenende später kaufen. Und ich habe den auch direkt im Mediamarkt hier im Wuppertal gefunden. Was für Trash-Freunde von Tiberius-Film. Lavantula, Angriff der Feuerspinnen mit ehemals Steve Guttenberg und wie heißt der nochmal? Michael Winslow von Police Academy und der Maren Ramsey, die leider dieses Jahr verstorben ist. Das ist Hooks von Police Academy. Trash, einfach Bierchen, Kumpels, Pizza und der Abend ist gerettet. Natürlich aus dem Teil 1, gibt es auch einen Teil 2. Tulava Tulantula. Schlechter. Beide sind schlecht, aber eben halt, der ist schlechter. Auch wieder mit Steve Guttenberg, Michael Winslow und Marion Ramsey. Dann kam als nächstes rein die fantastischen Tierwesen von J.K. Rowling und wo sie zu finden sind. Ja, fand ich beim ersten Mal gut, aber ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich muss sagen, Harry Potter finde ich doch um Welten, Welten besser als dieser Film. Dann ein Film mit Senta Berger, Heiner Lauterbach, Florian David Fitz, Paulina Roginski, Elias Embarek, ich kann den Namen nicht aussprechen, Willkommen bei den Hartmanns, eine schlechte deutsche Komödie. Buch ist von Stephen King, gemacht von John Carpenter, Christine, ein Auto will dich umbringen. Ui, ja. Also zwei große Horrormeister, aber leider der Film finde ich nicht so dolle. Dann hier ein Film, wo ich sagen muss, der Trailer hat mich gefesselt. Der Film aber leider nicht. Was ich sagen muss, er geht schnell vorbei. Es fängt nicht mit so viel Gesülze an und es fängt mit direkt knallharter Action dann nach kürzester Zeit an. Von dem Regisseur von Lone Survivor mit Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Gina Rodriguez, Dylan O'Brien und Kate Hudson. Ich finde die Kate Hudson auch irgendwie, ich weiß nicht wieso. Deepwater Horizon. Leider traurige Geschichte, aber der Film ist so lala. Katastrophenfilm kann man sich geben, aber leider, der Trailer war doch besser als der ganze Film. Sing, ja, kommt auch Teil 2 dieses Jahr im Kino und wenn der auf Blu-ray ist, hole ich mir den auch sofort in meine Sammlung. Das Steelbook von Tanz der Teufel, ja, oh, waren wir hinterher dem Film, oh, der ist uncut, der ist geschnitten, den müssen wir haben, über Österreich bestellt. Und jetzt ist er ab 16 überall zu kaufen, sogar in Lebensmitteln. Nicht mehr das schöne Steelbook, aber sonst der Film. Ein Film, den ich meiner Mutter so gesehen gekauft habe, weil es geht um Katzen. Aber es spielt Kevin Spacey und Christopher Walken mit, zwei grenzgeniale Schauspieler und zwar voll verkatert. Es geht darum, Kevin Bacon ist eben halt so ein, Kevin Spacey ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und seine Tochter hat Geburtstag und weil er mal wieder nicht da ist, und er stirbt, wandert er in diesen Kater ein, den er ihr schenkt. Ist lustig, Christopher Walken spielt wie immer. Man kann ihn sich auch ab und zu mal geben und man schmunzelt. Dann eine Limited Edition habe ich für 5 Euro hier in Müller in Wuppertal gekauft. Street Fighter Assassin's Fist. Steelbook, cool. Film, naja. Ich mach mal so, einmal die Vorderseite und einmal die Rückseite. Ja, und er sieht besser aus als wie bei dem Film von Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme. Auch im Filmtitel, den ich nicht so gerne ausspreche, es spielt mit Renée Zellweger und Keanu Reeves und auch eben halt der James Belushi von Alle lieben Jim. The Wolf Truth ist so wie The Cheese of Truth. Einmal die Rückseite, es ist ein Gerichtsfilm, aber leider nicht so ein Gerichtsfilm wie Der Mandant, die Jury oder eben halt Die 12 Geschworenen. Aber für kleines Geld mal mitgenommen beim Saturn und ich habe den in der Sammlung und ich werde den mir auch mal wieder geben, genüsslich. Und als letztes Hard Target 2 mit Scott Adkins, Rona Mitra und Robert Knepper. Oder so ähnlich. Wie heißt er? Schreibt es mir in den Kommentaren. Und das war die zweite Reihe meiner achten, der zweite Staffel meiner achten Reihe der Blu-Rays. So heißt es richtig. Ich tue die mal wieder zurück.
vor den nächsten Stapel. Mit einem Film von Guy Ritchie, Bube, Dame, König, Gras. Aber seitdem ich habe, auch bis jetzt noch nicht gesehen. Weil jedes Mal, wenn ich mir den reintun möchte, entscheide ich mich doch anders. Oder jemand, ich habe ihn drin und bin nach 5 Minuten wegratzt. Ich werde alt. Was denn des Wortes? Ich werde alt. Disney Vaiana, dafür ist man nie zu alt. Aber auch wenn das einer der schlechtesten Filme ist von Disney, finde ich. Auch ein sehr schönes Steelbook. Krampus, auch für kleines Geld hier im Müller gekauft im Wuppertal. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Auch ein Film, wo ich sagen muss, ja, den kann man sich auch öfters geben, von Mike Mendez. Ein Film mit Dolph Lundgren, mit ein paar guten Effekten drin. Und zwar Demon Hunter. Ja, es geht darum, Dolph Lundgren ist ein Demon Hunter und dieser Demon kann eben halt den Körper wechseln, wenn der vorige Besitzer verstorben ist. Macht Fun, kann man nicht geben, aber auch wieder ein Film für Freunde, Bierchen und Fastfood. Mia Farrow in Roman Polanskis präsentiert oder preisgekrönten Film Rosemary Baby. Einmal gesehen, war ein bisschen enttäuscht, ist sehr langatmig, aber irgendwie ein Kultklassiker. Und auch wieder so ein Film, reintun, einschlafen und vergessen. Dann tut man ihn nicht mal nach kürzester Zeit wieder rein, man kommt wieder 5 Minuten weiter und man schläft wieder ein. Und zwar, wir unterhalten uns um Rogue One, A Star Wars Story. Bis heute noch nicht komplett gesehen. Es soll der beste Star Wars Film nach den Originalen sein, aber ich schaffe den nicht. Ich weiß nicht wieso. Einmal die Vorderseite und die Rückseite mit den Stormtroopers. Und direkt danach kam ein weiteres Steelbook und zwar Battle Royale 1. Vorderseite schön geprägt und die Rückseite. Für mich auch ein zeitloser Klassiker. Waterworld mit Kevin Costner. Genauso wie der Film ist ein zeitloser Klassiker. Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Finde ich absolut geil im Film. Ich weiß nicht wieso, aber ich feiere diesen Film. Eben halt dann kommt ein Film mit Julia Roberts und Hugh Grant, Notting Hill. Auch schön, gebe ich mir auch sehr gerne. Ich stehe auf so seichte Liebeskomödien. Und eben halt kam hier Alec Baldwin und Bruce Willis in das Mercury Puzzle. Auch ein sehr genialer, guter Bruce Willis Film. Finde ich sehr gut. Eine zauberhafte Nanny mit Emma Thompson und Colin Firth. Und nicht zu vergessen, habe ich mir auch direkt den zweiten Teil geholt. Emma Thompson in eine zauberhafte Nanny, Knall auf Fall in ein neues Abenteuer. Ja, ich stehe auf dem Film. Und das war der dritte Staffel meiner 8. Reihe. Und ich tue die mal eben wieder zurück. Und hole die nächsten. Mit eben halt einem Film von, ach, wer spielt da noch mit? Scott Adkins, danke. Ninja, yep, gut, gefällt mir. Gibt es auch noch einen zweiten Teil, aber den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Würde ich mal gerne sehen, aber leider ist er ja auch wieder cut. Dann eben halt Jennifer Lawrence und Chris Pratt in Passengers. Reingetan, ausgetan, weggetan. Tom Hanks in Sully, ein Held der Sully, muss ich ganz ehrlich sagen, wie er das Flugzeug im Hudson River gelandet hat, wirklich Hut ab. Aber dass sie den dann so bei diesen Untersuchungen ein bisschen schlecht darstellen wollen, verstehe ich nicht. Also er hat auch Menschenleben gerettet und auch die New Yorker Fährenfahrer haben direkt gescheitert und haben die Leute aus diesem Flugzeug geholt. Hut ab vor diesem Sully. Dann ein Film von Omar Sy aus Ziemlich beste Freunde. Plötzlich Papa, sehr traurig, beim ersten Mal gefiel er mir gar nicht und beim zweiten Mal mega. Und seitdem finde ich den Film richtig gut. Also ich habe eher an etwas anderes gedacht und er ist wirklich traumhaft, der Film. Eine Wahrheitsgeschichte wieder
Manchmal braucht es neun Leben, um eins zu retten. Gibt es Bücher von dieser Geschichte und auch im Film, und es kommt auch ein zweiter Teil raus. Bob der Streuner. Nicht Bob der Baumeister, sondern Bob der rothaarige Kater. Toller Film. Auch ein Klassiker von Sidney Lumet mit Al Pacino. Serpico. Ja. Aber auch noch nicht gesehen. Und den Film habe ich als Kind gefeiert. Boah, habe ich den gefeiert. Es spielt mit eben halt hier Kris Kristofferson, Ali McGraw, Ernest Burgin, Burt Young. Ich sag nur Convoy. Ach, geil. Der Soundtrack super. Der Film super. Einfach nur geiler Film. Also da hat man Bock, sich im LKW zu setzen und einfach mal einen Convoy zu starten. Einmal die Vorderseite und auch mal hier die Rückseite. Und vor allem das Artwork, dieses Gezeichnete, finde ich mega nice. Richtig mega nice. Cabin in the Woods kam als nächstes. Reicht mir die Blu-ray, brauche ich kein Mediabook von. James Belushi und Arnold Schwarzenegger in Red Heat von Walter Hill. Super Film. Und ein Film gemacht von Martin Scorsese und eben halt den King of Pop, Moonwalker, und Joe Pesci spielt mit. Hammer geiler Film. Einfach nur geil. Also war ich als Kind, als kleines Kind im Kino drin und ich fand die Musik super. Und auch Smooth Criminal ist immer noch für mich eins der besten Michael Jackson Lieder. Aber ich bin jetzt mir gerade nicht sicher, ob das war das wirklich. Hier, wie heißt er nochmal? Martin Scorsese? Nein, ist keine Ahnung, wer das war. Vergiss es mit Martin Scorsese, aber Joe Pesci als Bösewicht spielt mit. Dann, weil ich Teil 1 habe und es auch dafür kleines Geld rumlag, diese Blu-ray, habe ich mir den auch geholt. Mit Woody Harrison, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Michael Caine, Morgan Freeman, der Quoten, ihr wisst es. Die unfassbaren 2, Now You See Me, aber kein Kommentar. Ein Steelbook von einem Stephen King Film, E.T., der Außerirdische oder der Extraterrestrische. Schöner Kultfilm, den muss man auch haben, auf Blu-ray, DVD, 4K, ist egal, Hauptsache man hat den Film. Ich habe den auf DVD und Blu-ray, genauso wie den Film habe ich auf DVD und Blu-ray in einem 84 Future Pack. Terry, und für mich auch ein geiles Steelbook oder Future Pack. Einmal die Vorderseite und einmal die Rückseite und ein mega geiler Film von Sissy Spacek. Also ich feiere diesen Film. Und das war der vierte Stapel der 8. Reihe und ich hole den letzten Stapel. Und dann ist das Video auch vorbei, meine Freunde. So, so. Und so. Ich kriege einen Krampf gerade, mein Bein strecken. Wenn Sharknado schon scheiße ist, ist der hier mega scheiße. Summer Shark Attack. Ja. Das ist ein Fluss. Also ein Flüsschen, also so ein Seitenarm von der Wupper, würde ich mal sagen, wo ein zweijähriges Kind drin stehen kann und es geht gerade mal bis zu den Knöcheln und da schwimmen Haie. Nein, 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 was mich da geritten hat, ich liebe Haifilme, aber das ist mega scheiße. Auch jetzt wieder ein Haifilm mit Dolph Lundgren, Shark Lake. Ja, besser als Sharknado, aber schlechter als der Weiße Hai und besser als hier Summer Shark Attack. Ja, so hieß er. Buh, aber der ist dagegen ansehnlich. Dann Triple X, die Rückkehr des Xander Cage, kam als nächstes. Mel Gibson Film von, also Mel Gibson hat ja Braveheart, The Passion Christi gemacht und eben halt auch hier einen geilen Kriegsfilm, auch wenn Krieg nicht geil ist, aber der Film ist geil, mit den Andrew Garfield, Hacksaw Ride. Boah. Der Typ, der das wirklich gemacht hat, und das ist ja auch auf Tatsache, ist und war wirklich ein Held. Jetzt auch Rückblickkauf. Ich habe nur Kirsten Stewart, Chris Tucker gelesen, Steve Martin, die irre Heldentour des Billy Lynn. Fragt mich nicht, wo es drum geht. Guckt euch den Trailer an. Trailer war okay, fand ich, aber der Film ist auch wieder mega schlecht. Ein Film von M. Night Shyamalan mit James McAvoy, Split. Geiler Schauspieler, James McAvoy, und auch ein geiler Film von Shyamalan, M. Night.
Dann ein Steelbook aus Thailand oder ein thailändischer Film, ein Steelbook. Headshot. Dann ein Film mit Kevin Costner, eben halt hier Sheldon und er sagt da nicht Bazinga. Hidden Figures, nach einer wahren Geschichte, unbekannten Helden. Es geht eben halt um afroamerikanische Genie-Mathe-Rechnerin, die eben halt der NASA helfen, so Raumraketen oder Raumschiffe, Raketen hochzuschießen und das zu berechnen. Geiler Film. Also ich finde den richtig schön. Dann eben halt Rings, eben halt mit den Leonard-Darsteller und eben halt auch Vincent D'Onofrio. Nichts gegenüber dem Original Ring. Dann ein Film, wo ich den Trailer gesehen habe im Kino. Und ich sagte mir, wow. Naja, Film ist aber nicht wow. Es spielt mit Edward Norton, Keira Knightley, Michael Pena, Kate Winslet, Helen Mirren und Will Smith in Verborgene Schönheit. Dann der zweite Teil im Steelbook. Leider habe ich Teil 1 als einziges nicht im Steelbook. John Wick Kapitel 2. Aber Teil 1 ist immer noch der beste. Dann ein Zombie-Film, der anders ist. Ein Film mit Glenn Close. Und zwar The Girl with All the Gifts. Kam als nächstes in meine Sammlung so rein. Dann mein Blind Date mit dem Leben, auch ein deutscher Film. Und das war auch der letzte Film der achten Reihe. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, wenn nicht ein Däumchen nach unten. Schreibt mir, was ihr von dem Film haltet, die ich jetzt in der achten Reihe präsentiert habe. Ich würde mich freuen, wenn ich was zu lesen habe. Gebt Kritik an meinen Kanal, gebt positiven Feedback, würde ich mich drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und macht nicht mehr so dolle. Und tschüss!